So, und hier sind wir schon in der Gondelstation zum Monument Island. Fahren Sie mit der Gondel. Drüben sind wieder Automaten. Und ich habe da vorher da vorne schon jemand rumlaufen sehen. Vini, Vidi, Vigor. Oh, sind die teuer. Das können wir uns nicht leisten hier mit unserem bisschen Geld. Aber wir sind auch eigentlich recht gut ausgerüstet. Da brauche ich jetzt, glaube ich, auch gar nichts. Das finden wir auch so. Das ist eine Scheibe hier, so. Hier gibt's wieder was zu sehen. Uncanny Mystery in Columbia. Ne. Rein da! Raben! Na komm schon. Ja, das wollte ich. So sieht's aus. Da links war noch. Wo kommt denn das Ding jetzt her hier? Keine Munition mehr, ist ja geil. Komm her, du. Ach so, ich verbrenne dir jetzt. Per Zufall. Ist ja auch super. Ey, wo haben wir jetzt wieder so viel Schaden kassiert? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unfassbar. Jetzt muss ich hier erstmal das Maschinengewehr hier in Beschlag nehmen. Und ich finde es höchst verwunderlich, dass die Maschine mich hier durch die Wand sehen kann. Oh, ich habe den Falschen getroffen gerade, sehe ich. Oh. Jetzt hat es uns gleich schon wieder erledigt. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Keine Munition mehr. Wieso lassen die auch keine Munition mehr fallen? Ist doch zum Kotzen und wir haben keine Salze mehr und ich muss an der Maschine vorbei. Boah. Ich cheate ja überhaupt nicht, ich bin ein Maschinengewehr. Mann, ey. Boah, mich am Arsch. Überhaupt nicht knapp. Gibt's hier wenigstens was zu fressen? Ich höre hier nur Fliegen. Der hat alles Mögliche dabei, der hat Kaffee dabei. Kassette rum. Du hast doch immer Munition gehabt. Jawohl. Was ist denn hier drin? Geld. Gesundheit. Ah, hier kommen wir auch dahinter. Hier hinter den Dings. Kann ich den Schreibtisch in die Zigaretten rauchen? Will ich jetzt nicht. Schreibtisch durchsuchen. Birne und Kuchen. Dass die Leute hier mal alles dabei haben. Da ist wieder ein Schreibtisch zum Durchsuchen. Und man muss hier einfach die Sachen auch mitnehmen, sonst ist man am Ende gelackt. Das war hier Salz. Sehr gut. Kann ich wieder ein paar Krähen rumschießen. So, dann gehen wir mal weiter. Durch diese Tür kommen wir nicht, aber durch die nächste.
The tower protects the lamb from the false shepherd. Ja, aber nicht mehr lange. Eine Garantie? Ach, du schreist hier rum. Kann mich hier nicht gerade her? Warum auch immer. Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zu Monument Island. Nein. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Die Skylines, huh? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Jo, und dafür haben wir diesen komischen Haken da dabei. Schauen wir mal, wie das funktioniert hier. Da, Leertaste greifen. Monument Island. Mal probieren. Ui! Boah, ist das geil. Boah. Kann ich hier auch wieder irgendwo abspringen? Hey! Bam! Also ich muss aufpassen, der Nahkampf macht mir hier direkt das Schild runter. Ich habe eine Infusion gefunden. Soll ich nochmal Salze nehmen oder nochmal oder das Schild vergrößern oder die Gesundheit? Keine Ahnung. Ich nehme nochmal Salze. Perfekt. Ah, hier ist alles voller Bier. So. Ich nehme mal nur den Silberigel. Wo geht's denn hier lang? Was ist hier für ein komisches. Für ein komisches Gedingsel. Jo, dann geht's mal wieder weiter. Welche Richtung? Ich kann doch so. Muss ich doch in die Richtung. Ui, kann ich hier eigentlich auch. Kann hier tatsächlich bremsen und beschleunigen. Sehr, sehr geil. Bam! War's das schon? Nochmal Salz, ist eigentlich alles voll. Müsste ich gar nicht mitnehmen. Hier liegt ein Voxophon. Wieder vom Herrn Comstock. Das hören wir uns doch nochmal direkt an. Sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Oh je. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Ach so, sieht der Herr Comstock das. Natürlich, liegt natürlich nahe, das so zu sehen. Als wären wir hier auf einer quasi zweiten Arche. Und die Schlechtigkeit des Menschen kann man dadurch natürlich überwinden, indem man dann den Rest der Erde wegtilgt. Ich komme, bam! Ja, wo ist er denn? Hier oben schwankt's gehörig. Jetzt komm schon. Schild, ich brauch dich wieder. Schild. So, ab geht's. Komm ich da hoch? Nee. Dann frisst die Raben. Jetzt komme ich. Oh, ich darf nicht so weit runterspringen. Scheiße. Wenn ich irgendwie höher rauf käme, käme ich wohl ran. Wie jetzt? Ich dachte, wir mussten hier runter. Auf jeden Fall den ganzen Scheiß hier nochmal mit. Eine rote Rose. Drain. Es gibt ja tatsächlich ein Abflusssystem. Salze sind wir schon wieder voll. Das trifft sich sehr gut. Also langsam werden auch die Geldmengen, die wir hier finden, immer größer.
Das heißt, wir werden uns dann doch irgendwie wieder unsere Stadt... So, wie komme ich hier hoch? Aha. Ein Häkchen. Zack. Und die Raben sind eine gute Ablenkung, würde ich sagen. Damit kommen wir... Das Ding geht mir sowas von auf den Senkel. Schließkassette, wo war hier eine Schließkassette? Ist die mit verbrannt gerade? Was war hier irgendwas mit Zutritt verboten? Wo stand das? Ich sehe, hier laufen irgendwelche Sachen hier. Hier, Portemonnaie. Hier irgendwo. Ach da. So, hier von dem Balkon geht's weiter. Na dann. Halt, das ist doch die falsche Richtung. Ich glaube, hier kann ich das. Ja, genau. Mit der, was ist das, Duckentaste kann ich die Richtung wechseln. Brem, 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 brem. Oh, das dauert ein bisschen, bis das nachlädt, offenbar. Wer schießt denn auf mich? Die da unten? Na, dann wartet mal, bis ich komme. Was ist jetzt los? Hä? So haben die aufgehört zu schießen. Hä? Was ist da los? Es hat geläutet. Vater Comstock hat gesprochen, oder was? Na dann, wenn ihr mich lasst, lasse ich euch auch. Father Comstock, our prophet. Ich muss rauf aufs Dach und diese Skyline nach Monument Island nehmen. Ja, aber scheinbar, wenn der spricht, dann haben alle anderen nicht nur ruhig zu sein, sondern... Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wounded Knee. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich Anna. Was zum Teufel? Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Booker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh! Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst! Okay. Also der erzählt uns hier was über uns selbst. Wounded Knee. Das kam auch vorher schon das eine oder andere Mal vor. Dass auf die Metzelei da angesprochen wurde. Ich nehme mal die Waffen ab, ja? Da wurden, meine ich, die letzten Kämpfe gegen die Indianer ausgefochten. So irgendwann Ende 19. Jahrhundert. Ach du Scheiße. Scheiße. Und die Pinkertons, die sagen mir auch was. Und zwar ist das eine Privatdetektei in New York gewesen, früher mal. Die gab es auch eine ganze lange Zeit. Und die haben... Wer schießt da auf mich? Ich bin ja gerade am Erzählen, ja? Die waren, glaube ich, dafür bekannt, dass sie... mehr oder weniger Streiks beendet haben für diverse Unternehmungen. Und ich glaube, die Firma gab es auch eine ganze Weile und die ist dann... Jetzt!
Bam! Ich glaube, die Firma, die gibt es bis heute noch mehr oder weniger. Ich glaube nur, die heißt mittlerweile, oder Securitas hat die aufgekauft, glaube ich. Also mit Bezug bis in die Realität hinein. Ja, ja! Da! Raben mit für euch! Das MG ist große Scheiße. Monument Island zu kommen. Muss eine neue Waffe finden. Finde die Steuerung des Zeppelins. Das ist ja bestimmt hier vorne irgendwo an der Kanzelspitze. Was machst du denn da? Heb doch wenigstens das Geld auf. Ich tue dir schon nichts. Ja, ja. Klar. Am Ende sagt hier Comstock, töte mich und dann habe ich einen Dreck, dass ich dich hier leben lasse. Naja, passt schon. Hinsetzen tut er sich ja trotzdem nicht. So, dann fliegen wir mal los. Ach du Scheiße. Ist er das persönlich? Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Komm, flieg ihn kaputt. Was, Amen? Ach du Scheiße. Hat die hier das Ding angezündet? Bist du denn des Wahnsinns? Entkomme aus dem Zeppelin. Ja, wohin? Da. Auf die Skyline. Boah. Nachladen. Geht das in der Luft? Das geht in der Luft. Voila. Ist auch schön. Dann macht das Spiel hier automatisch Cuts für mich. Und ich muss das alles am Ende zusammenschneiden. Herzlichen Dank. Verkaufsautomat, der Dollarbill. Na, das brauche ich jetzt nichts. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Und was hat er hier? Vigor-Sachen. Aber das ist alles zu teuer, das kennen wir schon. Nichts für uns. Das ist für die Reichen und nicht für uns. Ich habe hier noch gar keine Sachen entdeckt, die man per DLC kaufen muss. Mikrotransactions und so weiter. Ab in den Monument Tower. Es erschien mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wovor hatten diese Leute solche Angst? Ist es Monument Island. Irgendwie das Gefühl, wir waren hier schon näher dran mal. Möchtest du auch wissen, wieso man sie hier entsperrt? Ja. Irgendwas muss dieses Monument doch auf sich haben. Eigentlich stellt man doch sowas nicht hin, um dann jemanden einzusperren und niemanden mehr reinzulassen, weil das sieht hier ja schon eher so aus wie ein Besucherportal und so. Hüpp. Zack. Was erzählst du mir hier? Ach, das steht hier auf diesem Ding da drauf. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. So, so. Mach hoch die Tür. Was ist denn hier passiert? Hier sieht's ja nicht gerade ordentlich aus. Boxophon. Sehr merkwürdig hier. Wir hören uns mal an, was der hier zu sagen hat. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja? Sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Also irgendwas muss hier passiert sein, was sie nicht geplant hatten. Kann ich hier nicht bewegen, den Hebel. Generatoren, Motoren. Bis 17 gehen die Aufzeichnungen. Ja. Ganz nachvollziehen kann ich es ja nicht. Und warum es vor allem Monument Island ist. Es
scheint jedenfalls dieses Testsubjekt in Anführungszeichen als wäre das nicht nur unser Ziel, sondern als wäre das auch die, wenn wir das freilassen, dann der Untergang des ganzen Columbia-Gebiets hier. Was ich mich wundere, ist, dass sie das nicht besser beschützen. Entweder können die hier nicht sein, weil die sonst alle platt macht. Was ist das? Wo sind wir denn hier? Transpose Number One. Was ist das denn? Companion. Poetry Book. Es ändert seine Farbe. Was zum Teufel? War das gerade das, was ich dachte? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen! Was machen die hier Versuche? Das sind hier alles so Tesla-Apparate.